Diese Skizze war tatsächlich unsere älteste Idee von dem ganzen Album. Die ist im Dezember 2017 entstanden. Also die Skizze noch nicht, aber die Idee davon. Und man ist dann so voll überzeugt von seinem Ding und dann arbeitet man natürlich auch mit Produzenten zusammen und dann geht man da so hin und dann hört man erstmal so, nee, das ist jetzt nicht gut. Und da muss man, das ist dann immer eine sehr schmale Gratwanderung, so wie weit lässt man sich was sagen, wie weit akzeptiert man das und wie weit zieht man sein eigenes Ding durch. Und dieser Song wurde unfassbar oft umgeworfen. Also wirklich, wir waren schon kurz davor, den einfach rauszuwerfen. Und einige Elemente sind tatsächlich zwischenzeitlich mal weg gewesen und jetzt halt in der endgültigen Version wieder da. Also sie klingt gar nicht so viel anders, stellenweise natürlich schon. Ja, die Strophe war mal sehr ruhig. Also die war mal, da ist jetzt, der Beat läuft so durch. Aber es war mal, zwischendurch war es einfach nur ganz... einfach nur angespielt und die Gitarre hat nur geklungen und so. Also wir hatten 100 Versionen von diesem Song. Genau, dann haben wir auch mit unserem Produzenten, dem Sibi, Sebastian Hafner von Itchy, zusammen den Song auch mit allen anderen weiter bearbeitet. Da haben wir noch ein paar schöne... Da kommen wir später dazu. Sibi ist ein super Typ. Ja. Und im Endeffekt kommt man dann über diese... vielen, vielen Inputs, die man sich sammelt und auch natürlich nach zwei Tagen hört sich der Song gleich ganz anders an. Zum Endprodukt, zum Vergleich, wie er auf der Platte auch sein wird.